Guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich zur diesjährigen Grünen Erzählung zu der Frage von Politik und Emotion. Politik und Emotion sind ein durchaus sensibles und auch ambivalentes Thema. Tatsächlich einerseits, Politik braucht Emotionen. Nur mit Emotionen gelingt es zu mobilisieren, die Kraft der sozialen Bewegung in die Parlamente zu tragen. Da brauchen wir Emotionen. So wird gestaltende Politik vermittelbar. Emotionen blockieren aber auch politische Entscheidungen und sorgen oft auch dafür, dass nicht unbedingt die beste, sondern vielleicht auch eine emotionale Entscheidung zum Tragen kommt. Wir denken an die letzten Monate in diesem Jahr, Corona-Proteste, die Benzinpreisdebatte. Oft sind Emotionen eher hinderlich für Veränderungsprozesse und für gute sachpolitische Debatten. Diese Ambivalenz von Emotionen und Politik wollen wir heute und auch morgen aufgreifen. Wir wollen vor allem auch mit Blick auf die grüne Erzählung von Emotionen darüber nachdenken, wie eigentlich grüne Politik und Emotionen zusammengeht, wie auch Emotionen grüne Politik voranbringen können und auch die Erzählung der Grünen, die Kernerzählung der Grünen von Veränderung voranbringen können. Denn gerade das grüne Leitmotiv von Veränderung ist durchaus ambivalent besetzt mit Emotionen. Natürlich einerseits Veränderung, viele verbinden das mit Chancen, mit Veränderungshoffnungen, aber viele eben auch mit Sorge. Was kommt Neues? Bleibt das gute Alte? Emotionen, Veränderungen hängen zusammen. Grüne Politik, Politik der Veränderung, schürt, weckt Emotionen. Insofern die zentrale Frage für heute und morgen. Wie können es wir eigentlich auch schaffen, politische Debatten, politische Fragen mit positiven Emotionen zu verbinden? Wie können wir Emotionen für Veränderungen wecken und dafür begeistern? Morgen steht vor allem die Frage der gesellschaftspolitischen Emotionen im Zentrum der Debatten. Morgen sind viele Formate für Austausch, für Diskurse, für Gespräche. Wir haben ein Barcamp, wir haben verschiedene Workshops in kleiner Runde für gute, intensive Debatten, Fragen von Pandemie, von Politik und Pandemie, vom Klimawandel, aber auch von Leidenschaften in der Politik, die morgen sicherlich thematisiert wird. Heute, jetzt gleich, geht es tatsächlich eher um die Frage der emotionalen Grundlagen einer ökologisch-sozialen Transformation. Es geht letztendlich um die emotionale Seite von Wirtschaft und Wohlstand, von Veränderung, von Zukunftsgestaltung für die nächsten Jahre. Unter welchen Voraussetzungen kriegen wir es eigentlich hin, in den anstehenden Wochen, Monaten und Jahren, die Debatte, die Emotionen positiv zu setzen, um Veränderungen zu begeistern, mitzunehmen für die großen Herausforderungen, vor denen wir stehen? Wie kann für Veränderungen geworben werden? Wie können möglichst viele für Veränderungen begeistert werden? Bevor nun gleich unsere Expertinnen hinter mir im großen Saal schon zu sehen, zu Wort kommen, kommen aber Sie zum Wort. Wir möchten jetzt bitten, den Zoom-Host eine kleine Umfrage einzublenden und Sie zur Beteiligung auffordern. Zwei kurze Fragen, Sie sehen sie hier. Kurz, ja, nein oder sind Sie gar unentschieden? Finden Sie es richtig, für ökologische und soziale Investitionen neue Schulden aufzunehmen? Und die zweite Frage, die zweite These, stimmen Sie zu oder nicht? Die Menschen in Deutschland sind bereit, umzusteuern. Die 2020er Jahre werden das Jahrzehnt der sozial-ökologischen Transformation. Überlegen Sie kurz, spontan, emotional, wie bewerten Sie diese These, diese Frage, diese Einschätzung? Stimmen Sie zu? Sind Sie eher kritisch oder vielleicht noch umentschieden, sodass wir vielleicht auch heute Abend bei der Plenardebatte oder auch morgen in den Foren diese Entscheidungsfindung noch befeuern können? Ich würde den Host bitten, jetzt die Ergebnisse einzublenden. Sie sehen einen kleinen Eindruck, tatsächlich. Wir sind im grünen Kontext, eine große Zustimmung bei der ersten Frage, erwartungsgemäß, emotional positiv besetzt, die Frage von neuen Schulden, bei der grünen Null, für die Veränderung in der Gesellschaft. Und wir sehen eine gewisse Ambivalenz bei der zweiten Frage, hoher Anteil der Unentschiedenen, dass wir sicherlich Raum geben für Debatten, auch jetzt gleich in der Runde. Und damit möchte ich übergeben an Ellen Überscheer, Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung, und sie wird uns gleich in ein hoffentlich spannendes Panel führen. Vielen Dank, lieber Sebastian, für diese Einführung und danke an Sie, liebe Freundinnen und Freunde der Heinrich-Böll-Stiftung und liebes Publikum, dass Sie uns Ihre Aufträge schon mit auf den Weg gegeben haben, also Schulden ja und Bereitschaft zur Veränderung, wir schauen mal. Klar, politische Regression, die Rückläufigkeit demokratischer Mehrheiten, die Schwächung liberaler Rechtsstaaten, wir diskutieren das und gleichzeitig trifft das auf einen enormen Transformationsbedarf, während wir also gleichzeitig noch Ursachenanalyse unserer bröckelnden oder zu bröckeln scheinenden Demokratien betreiben, müssen positive Kräfte und Mehrheiten mobilisiert werden,
um die Gesellschaften im Klimawandel überhaupt stabil zu halten. Das Ende des fossilen Zeitalters begeistert nicht jeden und jede. Aber Begeisterung ist genau eine jener Emotionen, die absolut nötig sind, um den Wandel zu beflügeln und zu erleichtern. Die Ziele sind ja schon festgelegt. Wir haben das am Wochenende wieder gehört beim G7-Treffen. Net Zero bis 2015, CO2-frei, Entschuldigung, bis 2050. 2015 wäre schon vorbei, schön wär's. Das sind noch 29 Jahre. 65% oder wie Bündnis 90 Grüne fordern, 70% bis 2030, runter mit den, Emissionen, das sind noch 9 Jahre. Der bisher ein bisschen eingeschlagene Weg braucht Beschleunigung, technologische Beschleunigung und politisch mutige Schritte und braucht starke Emotionen. Wie sieht sie aus, die Erzählung vom Wandel, der gelingt, für möglichst viele? Von einem Morgen, das besser sein wird als das heute. Mit meinen wunderbaren Gästen möchte ich weniger über die Ziele diskutieren, sondern über die Wege oder den Weg, der dorthin führt. Wie gelingt denn der Aufbruch aus dem Umbruch? Welche staatlichen Maßnahmen bringt größere Transformationen ins Rollen? Wie entstehen Zuversicht und Risikobereitschaft? Welche ökonomischen, sozialen Voraussetzungen braucht es, damit Menschen bereit sind, sich auf den Weg zu machen? Und wir sehen, einige von ihnen sind skeptisch. Ich habe die große Freude, diese Frage mit 4 Menschen zu diskutieren, deren Perspektiven zusammengenommen Antworten auf genau diese Fragen geben können. Herzlich willkommen, Adam Tooz, zugeschaltet aus New York. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Sie sind Wirtschaftshistoriker, aktuell Professor an der Columbia University New York und dort Direktor des European Institute. Und Ihr neues Buch, das im September erscheinen wird, heißt Shutdown: How COVID Shook the World's Economy. Und ein paar Glimpses gewissermaßen erhoffen wir uns natürlich schon heute. Und ich darf Marin Urner begrüßen, die vermutlich ihren Kopf schon etwas schüttelt über den Buchtitel, denn ihr neues Buch, das gerade im Erscheinen ist, heißt Raus aus der ewigen Dauerkrise. Marin Urner ist Professorin für Medienpsychologie an der Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft in Köln. Köln ist ja gefühlt Lichtjahre von Düsseldorf entfernt, aber geografisch nicht weit vom Institute for International Economics, wo Jens Südekum an der Uni Düsseldorf lehrt. Herzlich willkommen, Herr Südekum. Sie gehören zu denjenigen, die am allerbesten erklären können, warum die schwäbische Hausfrau nicht unbedingt im Kanzleramt wirken sollte. Und last but not least, Robert, herzlich willkommen. Gratulation zu einem gelungenen Parteitag, einer anspruchsvollen und begeisternden Rede. Herzlich willkommen, Robert Habeck, Co-Vorsitzender von Bündnis 90, die Grünen und Spitzenkandidat, gemeinsam mit der Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock. Adam Tooz, Build Back Better. America is back. Wir hören anspruchsvolle Töne. Wir sehen gewaltige Summen, die von der Biden-Administration bewegt werden. Jobs in der klimaneutralen Wirtschaft, Forschung, gleichzeitig sozialstaatliche Aktivitäten in nie gekanntem Ausmaß, Kinderbetreuung, Collegebesuch, die gewaltigen Summen der Investitionspakete, wenn wir sie zusammenrechnen, das haben wir gerade noch mal mit Jens Südekum gemacht, etwa 17% des Bruttoinlandsproduktes. Was geschieht da gerade in den USA? Ist es richtig, den Vergleich mit Roosevelts New Deal Era zu ziehen? Ja, zum Glück nicht, ehrlich gesagt. Also die amerikanische Wirtschaft befindet sich und befand sich auch letztes Jahr nicht in einer Krise wie in den 30er Jahren. Die Arbeitslosigkeit war zwar schlimm, aber nicht so wie in den 30er Jahren. Aber es ist bestimmt eine Reaktion und man muss als deuten als Reaktion auf eine profunde Krise des amerikanischen Staatswesens im letzten Jahr. Das drückte sich zum Teil in der im Nichtfunktionieren des Sozialstaates aus. Also diese Ausgaben müssen so groß sein, zum Teil, weil alles fehlt. Amerika hat zum Beispiel keine tragfähige Arbeitslosenunterstützung. Und auf der anderen Seite haben wir es natürlich und hatten es zu tun mit einer handfesten Verfassungskrise.
und haben es immer noch mit einer politischen Krise zu tun, die unter der Oberfläche brodelt und die sich im nächsten Jahr, im Wahljahr 2022, nochmal wieder zeigen wird. In dem Sinne, dass die Hälfte des amerikanischen politischen Systems nicht mehr systemkonform handelt und bereit ist, gewisserweise die Verfassung auszuhebeln. Und in diesem Sinne muss man das Paket und die Pakete der beiden, des Biden Administrations tatsächlich als gewisserweise nationale Rettungsprogramm deuten. Das ist nicht übertrieben, denke ich. Die Ausmaße sind riesig, nicht so viel größer als das, was die Grüne Partei sich selbst vorgenommen hat. Also diese Riesenzahl ist ja über 10 Jahre verteilt. Das heißt, es rechnet sich runter auf 1,7% des Bruttosozialprodukts, alles mit eingenommen. Und es ist natürlich alles weniger als klar, dass diese Programme tatsächlich vom Kongress verabschiedet werden. Aber es ist größenordnungsmäßig im gleichen Raum wie die Grünen. Das heißt, wir müssen jetzt richtig investieren, wir müssen jetzt richtig Geld ausgeben, um auf der Höhe der Zeit zu stehen. Das ist eines der wirklich guten Momente im grünen Wahlprogramm, eine Politik auf Augenhöhe mit den Herausforderungen unserer Moderne. Das ist tatsächlich das, was auch die Biden-Administration versucht. Robert, gute Vorlage. Danke, Adam Tooze. Die Grünen auf Augenhöhe mit Bidenomics. Du beobachtest das, was in den USA passiert, sehr genau. Was erwartest du dir von diesem Schub, den es jetzt gibt mit der neuen Administration? Ein paar sozusagen seichte Stellen hat ja Adam Tooze benannt. Erstmal danke, dass ein New Yorker Professor das grüne Wahlprogramm überhaupt kennt und sich damit auseinandersetzt. Also vielen Dank, Adam. Ja, für die USA scheint es mir richtig zu sein. Also man muss ja ehrlicherweise einräumen, wir waren alle Obama-Fans, aber nicht besonders viele Biden-Fans kannte ich davor. Natürlich wollten viele aus unserem Kontext Trump loswerden, aber das war ja schon eher so angezogene Handbremse. Die Euphorie für Biden und für Kamala Harris haben ein paar geschwärmt, aber für ihn nicht. Aber man muss sagen, dass die ersten, wie viel sind es jetzt, schätze ich mal 200 Tage, erfolgreicher laufen und zwar dramatisch erfolgreicher als das, was Obama auf den Weg gebracht hat und fundamentaler scheint mir das zu sein. Also die Skepsis war ja groß, ob Biden das gespaltene Land heilen kann. Ich würde denken, mit der richtigen Finanzpolitik gibt es zumindest die Chance. Also wenn er legt ja wirklich los wie ein Wirbelwind. Und wenn ich das jetzt richtig, das werden Herr Südekom und Adam Tooze besser analysieren können als ich, wenn ich das aber richtig sehe, mit einer großen Entschiedenheit nutzt er die finanzpolitischen Möglichkeiten gegen die ideologischen Barrieren, die davor da waren, um dann in einer Wirksamkeit über 4 Jahre zumindest einen Teil der Einigung des Landes auf ökonomischer Basis voranzubringen. Nun glaube ich nicht, dass die Ökonomie alleine über Fragen von Anerkennung, Stolz, Würde, die ganzen Punkte der Emotion entscheidet, aber ohne die wird es sicherlich nicht gehen. Also ich würde nicht sagen, dass alle Leute, die in einem dezenten Wohlstand leben, dann automatisch liberale Demokraten werden. Aber Menschen, die frustriert sind und auch sozial abgehängt sind, die werden es noch weniger. Also insofern ist das gut, was da für die USA passiert. Und für Europa und in Europa vor allem für Deutschland, weil wir eben die Sparmeister des Kontinentes waren. Jedenfalls, da sind ja noch ein paar andere Länder um uns herum, die Austeritätspolitik so hochhalten, aber wir sind schon das größte und wichtigste und zentralste Land, also gegen Deutschland geht eben wenig zusammen, ist halt die Frage, lernen wir davon? Und ich würde schon sagen, auch ohne Biden wäre es richtig gewesen, den Investitionsstau in Deutschland aufzulösen, also mehr zu investieren, in unser Land zu investieren, nicht unterdurchschnittlich zu investieren. Mit Blick auf Biden, aber auch mit Blick auf das, was China macht, wird es umso dringlicher, weil wir dann nicht nur ökonomisch falsch handeln, wenn wir es nicht tun, sondern auch geopolitisch falsch handeln. Und die Techniken, die Innovationen der Zukunft, die großen Produktionsprozesse der Zukunft auf allen Ebenen, von Automobil bis Digitalisierung, einfach verpennen. Und dann haben wir in 10 Jahren einen geschwächten Kontinent und dann auch ein letzter Satz, einen auch moralisch geschwächten Kontinent, weil natürlich über Produktionsketten auch Werte transportiert werden. Sieht man ja, dass neue Seidenstraßeninitiative beziehungsweise Google, Facebook, Twitter definieren unsere Kommunikation und unsere Gesellschaft. Und wenn wir irgendwie das halten wollen, was Europa sein sollte, dann müssen wir die Finanzpolitik ändern.
Absolut. Wir kommen gleich nochmal gründlich auf den deutschen Kontext. Ich wollte nochmal zurück zu Adam Tooze und einer Frage, die du am Anfang angesprochen hast, Robert, und zwar diese politische Erzählung. Wir sehen, okay, es wird ein riesiges Investitionspaket, genau mit diesen erhofften Wirkungen, die Robert Habeck beschrieben hat, auf den Weg gebracht. Und gleichzeitig sehen wir, dass diese Erzählung vom Green New Deal die Rechte sowohl formative Kraft hat für die Linke in Amerika, aber auch für die Rechte. Und jetzt ist die Frage, kann ein Land in einer solchen Polarisierung, ja, das auf der einen Seite davon profitiert, dass die Linke dieses Green New Deal wirklich massiv vorangebracht hat und auch in den politischen Prozess eingebracht hat, ein anderer Teil der Gesellschaft sich quasi ja, verabschiedet hat, nicht mitmacht oder so, kann es trotzdem gelingen, dass trotz dieser politischen Fragilität, dass die USA so einen Begeisterungsschub und sozusagen Bidenomics goes global, dass das trotzdem gelingen kann? Ist das möglich oder wird diese umkämpfte politische Erzählung vom Green New Deal das verhindern? Ich muss ehrlich sagen, dass ich da sehr vorsichtig wäre. Es ist zwar richtig, dass die Biden-Administration groß losgelegt hat, aber das einzige Paket, das sie bisher verabschiedet haben, war im Grunde ein Projekt des Kongresses. Das sind diese 1,9 Billionen, die im März gemacht worden sind. Das ist reine Covid-Politik gewesen. Die mehr zukunftsorientierte, investiv orientierte Politik, das ist ja alles noch in der Debatte. Und dafür brauchen sie Mehrheiten und die sind ungeheuer schwierig zu mobilisieren im Moment. Das heißt, wir sind gar nicht sicher, dass auch nur ein Teil dieses Projektes realisiert wird. Alles muss ausgehandelt werden und es fehlt einfach, gerade in Sachen Klimaschutz, an der nötigen Größenordnung. Also das American Jobs Plan, das angesagt war als großes investives Programm für den Energiewandel, hat im Grunde sehr enttäuscht in dieser Hinsicht. Es ist eine Politik der Verschiebung letztendlich in Sachen Klima in Amerika im Moment. Das, was versprochen wird, ist ein über Regulierung arbeitendes Programm, das verabschiedet werden soll und das die Kraftwerke bis 2035 mit ihnen aufräumen soll. Aber dem stehen auch riesige politische Hindernisse entgegen im Kongress. Letztendlich verlässt man sich, glaube ich, zu einem sehr großen Teil auf private Finanzierung und auf technologische Durchbrüche. Und wenn Sie über Enthusiasmus reden, über Begeisterung in Amerika, wenn Sie über mehrheitsfähige Klimapolitik reden, dann kommen Sie daran nicht vorbei. Es muss mit Technik gelingen. Es geht nur über die Mobilisierung privater Mittel. Es geht also nur umgekehrt. Im direkten Angriff von der politischen Seite her kommend, ist das ein Spaltthema, das nicht greift und für die Sie in Amerika keine Mehrheiten, keine tragfähige Mehrheiten bekommen. Das ist also ganz anders, als die Politik mittlerweile in Deutschland und Europa gepolt ist, obwohl man ja mittlerweile auch mit dem Benzinpreis in Deutschland merkt, wie schwierig es wird, wenn es ernst wird. Aber in Amerika ist ganz klar von vornherein, dass es so nicht geht. Das heißt also, die Biden-Administration macht eine eher zögerliche investive Politik in Sachen Klimaschutz. Zaghaft, sagen wir mal, bescheidene Dimensionen dafür und versucht dann über den Umweg, über den Multiplikator private Mittel zu mobilisieren. Das war ja auch das Message des G7-Gipfels jetzt. Wir wollen 40 Billionen für die Schwellen- und Entwicklungsländer, aber es muss vor allem aus privaten Quellen kommen, dieses Geld. Das sind nach wie vor die Beschränkungen des alten Politikmodells, die greifen in Amerika und sie greifen, weil das Land, wie Sie ganz zu Recht sagen, zutiefst gespalten ist. Und der Biden-Sieg und die Politik bisher haben, wenn man den Umfragen glaubt, sehr wenig daran bewegt. Also diese erfolgreiche Covid-Politik hat sehr wenig Stimmumschwung erzeugt und die Aussichten für 2022 sind nicht besonders rosig, muss man sagen, aufgrund unter anderem auch der republikanischen Kontrolle der Bundesstaatsebene, wo sie in der Lage sind, die Wahlkreise so zu verteilen, dass sie möglicherweise die demokratische Mehrheit auch im Unterhaus sprengen werden.
Ja, danke, Adam. Das klingt jetzt, Robert Habeck, nicht gerade nach Bidenomics goes global, sondern eher nach USA als Spätzünder und vielleicht braucht es andere Zugpferde. Du hast ja mit Annalena zusammen zum Amtsantritt einen Namensartikel gemacht, in dem du eine Klimaallianz, in dem ihr beide eine Klimaallianz vorgeschlagen habt mit den USA, Stichwort Zusammenarbeit in Green Tech, Stichwort gemeinsame Strategie der CO2-Bepreisung und ich füge mal hinzu, eventuell auch einer Transatlantic Clean Energy Bank in den USA. Alleine gibt es sowas ja schon. Siehst du, dass sich Ansätze, die ihr damals oder Vorschläge, die ihr damals gemacht habt, dass die sich umsetzen? Kann man jetzt auf die eingehen? Siehst du da Anfänge davon? Deutschland ist ja im Moment blockiert, würde ich denken. Also meine Erwartung ist jetzt nicht mehr, dass viel passiert und wenn Peter Altmaier im Juli in die USA reisen würde, würde auch nicht so sehr viel passieren. Aber auf der europäischen Ebene sehe ich nicht nur Ansätze, sondern ich glaube, dass die Kommission mit all ihren Problemen und unterschiedlichen Charakteren doch im Prinzip Ähnliches, was die USA vorhaben, engagiert vorantreibt. Also die meine ich, ich weiß nicht, wie Adam Tooster drauf guckt oder Jens Südekum, aber ich glaube, die haben die Zeichen der Zeit erkannt. Nun ist die europäische Politik ja sowieso immer investiver organisiert oder ausgerichtet gewesen. Und da, glaube ich, gibt es schon sehr viele Stimmen. Jedenfalls, wenn man sich mal die Mehrheit der europäischen Finanzminister anschaut, die gesagt haben, wir müssen das ändern. Aber jetzt erstmal die Kommission treibt den Green New Deal gut voran und hätte sicherlich nichts dagegen, wenn der europäische Haushalt dauerhaft kreditfähig wäre und damit dann richtige Finanzpolitik, Fiskalpolitik betrieben werden könnte und nicht die Europäische Zentralbank über Geldpolitik, die den Zusammenhalt des Euroraums permanent gewerkstelligen würde. Also wo ist die Dynamik im Moment auf der europäischen Ebene? Und dann beißt sich die Katze in den Schwanz. Die europäische Ebene braucht Deutschland. Jedenfalls, wenn Deutschland nicht mitzieht, wird es extrem schwer. Und darüber stimmen wir im September im Prinzip auch ab. Jens Südekum, jetzt sind ja ein paar ökonomische Schlagworte schon gefallen. Wie schätzen Sie, teilen Sie die Einschätzung über die Bidenomics, die... Du hast ja gesagt, eigentlich ist es gar nicht so viel, es ist jetzt gar nicht das Riesenpaket. Wenn man die Zahlen schaut, stimmt es natürlich, wenn man es auf deutsche Verhältnisse runterrechnet, wäre das, was die Grünen fordern, diese 500 Milliarden über 10 Jahre, in etwa vergleichbar. Aber es ist zumindest schon mal ein großes Paket und ich teile das schon mal, wir müssen eben aufpassen. Wir können jetzt nicht einfach so tun, als wenn es das nicht gegeben hätte. Wir brauchen schon eine geeignete Antwort. Und meine Befürchtung ist, dieses Programm wird uns auf zwei Seiten treffen, auf der Angebots- und auf der Nachfrageseite. Und die Nachfrageseite ist erstmal eine, nicht? Also in den USA wird ein Boom kommen, das wird auch die Exporte in die USA, von Europa, von Deutschland aus entsprechend beflügeln. Und da ist dann die große Gefahr, dass da wieder so eine Art Selbstzufriedenheit einkehrt. Nicht? Dass dann einfach wieder so ein Effekt kommt, na, es läuft doch, der Export zieht uns aus der Krise heraus, wir müssen im Prinzip gar nichts ändern. Also die Geschichte der letzten 10 Jahre. Ja, wir müssen auch bei neuen Technologien im Automobilbereich zum Beispiel nichts machen, denn es geht ja von selber. Das ist die große Gefahr. Und auf der Angebotsseite ist es aber genau andersherum. Nicht? Also wenn jetzt die USA als stärkste Volkswirtschaft der Welt viel Geld und viel Energie in die Entwicklung neuer Technologien, gerade grüner Technologien, Umwelttechnologien stecken, die ja momentan auch noch ein Stück weit eine Domäne der europäischen Volkswirtschaft sind, dann werden wir natürlich jetzt auch gewisse Geschäftsfelder langfristig verlieren, die momentan noch den Wohlstand, die Arbeitsplätze in Europa sichern. Deswegen glaube ich, wir brauchen alleine aus diesen strategischen Gründen eine passende Antwort. Wir brauchen sicherlich nicht alle Aspekte des Biden-Plans. Wie gesagt, der europäische und deutsche Wohlfahrtsstaat, der funktioniert besser als in den USA. Das Kurzarbeitergeld als wichtigstes Kriseninstrument hat dafür gesorgt, dass im Wesentlichen die Einkommen stabilisiert wurden und erstmal nicht wir eine Arbeitslosigkeit von 14-15% hatten. Das heißt, das brauchen wir nicht. Aber diesen investiven Plan brauchen wir auf jeden Fall auch, nicht nur, aber auch als Antwort auf Biden. Okay, also Begeisterung für Tech kombiniert mit Begeisterung für Demokratie. Frau Ohner,
Wir wollen ja Politik, Emotion, Ökonomie hier zusammendenken. Sie plädieren ja in Ihrem neuen Buch interessanterweise dafür, die Kosten-Nutzen-Kalkulation auch für sozusagen für sich persönlich, also für jeden persönlich, ein bisschen ernster zu nehmen und zu sagen, okay, also wenn wir die längerfristig ansetzen, dann kostet uns am Ende das Einhalten des Pariser Klimaziels und der 17 SDGs weniger als meinetwegen die Bekämpfung von Gewalt. Das war, glaube ich, Ihr Beispiel. Also sehen Sie jetzt in den USA, ich gehe davon aus, dass Sie auch die Lage beobachten, macht Biden was richtig? Also machen die sozusagen auf der emotionalen Ebene was richtig? Also ich beobachte das natürlich, aber immer mit ganz anderen Brillen. Also eher natürlich mit einer Brille, die Sprache analysiert, Sprache mit Blick auf die Emotionen, die damit vielleicht transportiert wird und natürlich die große Frage der Polarisierung. Also das, was am 6. Januar passiert ist, war halt für mich der Moment, also mein Telefon stand wie wahrscheinlich viele andere Telefone dann nicht still und das war der Moment, wo ich mit ganz vielen Menschen, die meine Thesen und so weiter auch kennengesagt haben, ja, das waren natürlich jetzt die sozialen Netzwerke, also genau da müssen wir dran, weil da sind die Emotionen ja hochgekocht und deshalb, also um den Bogen wieder zurückzuschlagen, warum ich da hingehe an diesen Punkt, das ist der Punkt, wo es darum geht, zu definieren, wo wir eigentlich hinwollen und wo wir diese Kosten nutzen Analyse, Sie haben es ja gesagt, auf individueller Ebene und ich denke oder hoffe, da kommen wir gleich noch zu, besprechen müssen, aber natürlich dann, was ist eine Gesellschaft, das sind viele Individuen. Da zu schauen, wie kommen wir von dieser Polarisierung weg, weil es bringt überhaupt nichts, ein ganz bisschen weiter gedacht als nur morgen, also morgen jetzt wirklich der morgige Tag, es bringt überhaupt nichts, diese Polarisierung weiterzumachen, weder auf individueller Ebene noch auf gesellschaftlicher Ebene. Das heißt, wir brauchen ein Narrativ, was eben, und das hat also die Antrittsrede von Biden sehr, sehr gut, an ganz vielen Stellen habe ich immer so einen Checkhaken gemacht mental, versucht rüberzubringen oder er oder die Menschen, die Rede vorbereitet haben mit ihm, dass es immer um ein Wir ging. Und es immer um ein, es gehören alle dazu ging. Das natürlich dann in den Köpfen ankommen zu lassen, das haben wir von Adam Tooze gerade gehört. Das ist die nächste große, ne? Da kommen wir dann wahrscheinlich als nächsten Punkt zu. Aber zuerst mal ein Narrativ zu definieren und dann großflächig, sage ich mal, auszurollen, was genau davon spricht, wo wir als Gesellschaft, als Gemeinschaft hinwollen mit allen Individuen, die dazugehören. Das ist der erste wichtige Schritt. Okay. Jetzt nochmal, Adam Tooze, nochmal zurück, wenn und zwar zu dieser Verbindung, die jetzt Jens Südekum, Robert Habeck und in gewisser Weise auch Marin Urner schon gezogen haben. Sie sagen also, Klimaschutz von Biden aus müsste ambitionierter sein. Also vielleicht gelingt es über diese dünne Brücke, Green Tech und wirtschaftlicher Erfolg. Sind damit auch außenpolitische Ambitionen gemeint? Also zum Beispiel hoffen Sie auf das, was Robert Habeck benannt hat, die Europäische Union, den Green New Deal und diese Kosten-Nutzen-Kalkulation, die, wie Frau Urner das ja jetzt hier für unseren Kontext beschrieben hat, hier offenbar es gelingt, sie anders zu ziehen. Also hätte das einen Einfluss in den USA, wenn Europa und Deutschland viel responsiver wären? Man kann hoffen, natürlich. Man sollte sich aber keine Illusionen darüber machen, was wirkt im amerikanischen politischen System. Ich verwies vorhin auf Technik, weil das unter anderem etwas ist, das tatsächlich Begeisterung erzeugt in Amerika. Also für den Klimaschutz hat es vermutlich in den letzten Wochen nichts Wichtigeres gegeben in Amerika als der neue Truck von Ford. Also dieser neue F-150 Elektro-Truck ist der Riesenrenner. Und zwar nicht nur beim gewöhnlichen Publikum, das sich für Klima interessiert, sondern auch für, sagen wir mal, rotblutige Amerikaner aus dem republikanischen Lager. Also wenn Ford ein solches Protzauto produzieren kann, es ist ja kein Auto, sondern ein Lastwagen gewisserweise, dann kann es sein, dass wir gewisserweise über diese Grenzen hinweg tatsächlich Enthusiasmus aufbauen können für den Energiewandel. Also das ist ein bisschen wie bei Ihnen das Problem Verbote und Freiheit. Der F-150 steht für Freiheit für Amerikaner und das ist tragfähig.
Im weiteren Sinne muss man aber sagen, dann denke ich, und ich komme jetzt natürlich als der große Pessimist rüber, aber und ich höre der deutschen Kollegin natürlich sehr, sehr gut wollen zu, aber wir befinden uns hier in einem Land, in dem Spaltung ja ganz bewusst betrieben wird. Es ist ja ein Land, das letztes Jahr am Rand eines Bürgerkriegs zu sein schien. Und wenn das übertrieben ist, ist nicht übertrieben, dass sich sehr viele Leute hier mit diesem Problem tatsächlich beschäftigt haben. Also die Angst war real. Ob die Möglichkeit real war oder nicht, ist was anderes. Und gegen diesen Hintergrund muss man den Amerika auch als internationalen Akteur bewerten. Also die Biden-Administration ist natürlich gewillt, Führung zu zeigen. Sie ist gewillt, einen positiven Beitrag zu machen. Sie möchte es. Die Frage ist nur, wie können Sie das glaubhaft machen? Wie überspringen Sie die Credibility Gap, die sich vor allen Partnern Amerikas weltweit auftun muss, die damit rechnen müssen, dass ab 2022 und 2024 alles wieder ganz anders sein könnte. Und da hilft die Technik. Das integriert tatsächlich das ganze Land, wenn es um Geld und Technik geht, dann kann es sein, dass hier wirklich ein Pfad aufgemacht wird. Ich sage das nicht nur zynisch, sondern tatsächlich als gewisserweise gesellschaftlichen Wandel ist das ein Weg nach vorne in Amerika. In der Zwischenzeit muss man hoffen, dass die Amerikaner sich etwas zurücknehmen, denke ich. Denn die ersten Töne, die wir hörten von Blinken und von Kerry, waren ja nicht gerade hilfreich in Sachen Carbon Border Adjustment, das für die interne Austarierung des europäischen Klimaprogramms einfach unabdingbar ist. Und da kann man hoffen, glaube ich, dass die Biden-Administration einfach etwas leise tritt und sich sorgfältig auf COP26 zubewegt, ohne dass wir eher hier in einen ganz unnötigen Konflikt geraten. Wir hatten hier ein bisschen Freude, als Sie von Verboten und Freiheit und so sprachen. Frau Ohner, gibt es kontextbezogene psychologische Lagen oder würden Sie sagen, es gibt auch so Dynamiken, die sind in der europäischen Gesellschaft und in der US-amerikanischen gleich und deshalb kann man da auch ähnliche Rezepte anwenden? Also die Rezepte sind immer gleich, mit dann so die Ausformulierung ist dann vielleicht ein bisschen anders. Also das Beispiel mit dem Autotruck-Cluster, wie auch immer, ist ja genau der Punkt, den ich eben versucht habe, auf der abstrakten Ebene zu machen. Also was Gemeinsames zu definieren, und das sollte jetzt nicht, also bitte nicht falsch verstehen, das Ziel sein, dass alle mit so einem Auto rumfahren, sondern zu gucken, was sind die Hebel gesellschaftlich, die Menschen verbinden können. Und ich gebe mal einen ganz anderen, banalen Hebel, und das ist nämlich Ernährung. Also wenn, egal wie rot der Staat ist, ja, politisch gesehen, die Farmer, die den Klimawandel, die Klimakrise jeden Tag seit Jahren zu spüren bekommen und merken, was das mit den Ernten macht, ja, diese Geschichten zu transportieren und zu erzählen. Und da bin ich direkt natürlich, ohne Seitenhiebe verteilen zu wollen, bei der Verantwortung des Journalismus. Also genau darüber vernünftig zu berichten, vernünftig im Sinne von eine Sprache zu finden, die diese Relevanz, Stichwort Kosten-Nutzen-Analyse, weil essen müssen wir alle. Also es ist der einfachste Verbindungsmechanismus, den wir finden können. Ja, essen und atmen. Das heißt, da Geschichten zu finden, die eben wegkommen, und das ist ein ganz wichtiger Begriff, der ja jetzt auch gefallen ist, die wichtigste Emotion für viele Psychologen auf diesem Planeten ist die Angst. Nicht, weil sie sie toll finden, sondern weil sie so stark sein kann und weil sie eben alles andere nach hinten stellt. Und auf der Hirnebene gesprochen, ganz, ganz wichtig, Angst sorgt dafür, dass wir schlechte Entscheidungen treffen. Weil wir in Stress und Angst, also Stress gehört dann natürlich noch so ein bisschen mit dazu, einfach nicht in der Lage sind, das ist wie so Sackgassenschilder im Gehirn dann, auf die Regionen zuzugreifen, die uns Menschen in die Zukunft planen lassen, die uns gute Entscheidungen treffen lassen. Das heißt, wenn wir den Pessimismus, und ich nehme die Herausforderung da gerne an der Stelle, wenn wir den Pessimismus so weit walten lassen, dass die Angst in einem signifikant großen Anteil der Bevölkerung so groß ist, dass diese Sackgassenschilder so groß sind, dass einfach nur noch kurzfristig gehandelt wird, dann haben wir Kosten-Nutzen-Analyse richtig Probleme. Mhm.
Könnte das so ein bisschen den Unterschied markieren zwischen den Gesellschaften oder auch zwischen Regionen in den USA? Das müsste man herausfinden. Das hat natürlich viel mit, da sind wir wieder bei der Thematik mit Arbeitslosigkeit zum Beispiel. Also wann steigt Angst und Unsicherheit, wenn Menschen eben keine Absicherung haben? Da haben wir eben schon drüber gesprochen, die Sozialpolitik. Ja, und das ist natürlich etwas, wo Deutschland und viele andere Länder in Europa ganz, ganz andere Absicherungen haben, gesundheitlich und eben arbeitskontextbezogen. Und diese Angst unterschwellig einfach dafür sorgt, dass das immer so ein, ja, wenn die mir das jetzt noch wegnehmen. Stichwort Freiheit wieder. Also da Stichwort. Ganz klar Unterschied. Ja. Ja, wir gleiten mal so ein bisschen über hier in unsere deutsche Situation und gucken mal in Richtung gesellschaftliche Erzählung. Wir sind ja hier in der grünen Erzählung. Liebes Publikum, bleiben Sie dran. Wir sind hier noch bis 7:30 voll in der Debatte drin. Ich weiß, es sind 28 Grad draußen, trotzdem. Gleiten wir mal ein bisschen in die gesellschaftliche Erzählung in Deutschland und in diese neue Erzählung, die ja gerade nach Mehrheiten sucht und die vielleicht so ein bisschen das ersetzt, was in den 60er Jahren immer hieß, deinen Kindern soll es mal besser gehen oder meinen Kindern soll es mal besser gehen. Was ist das, was ist sozusagen dieses Narrativ heute, das eine solche Resonanz hat, die so breit ist und die so viele Menschen so unmittelbar erreicht? Was finden wir da? Und da geht es natürlich wieder einmal in politische Richtung, in ökonomische Richtung, in psychologische Richtung. Vielleicht fangen wir einfach Robert Habeck an mit der politischen Richtung. Was ist das für eine Erzählung? Naja, ein paar Punkte haben wir jetzt gehabt. Ich glaube, es ist genau richtig analysiert. Die stärkste Emotion schafft die Angst oder das negative Gefühl. Alle hören zu, wenn Verkehrstote genannt werden. Aber wenn der Verkehr normal fließt und die sagen, kannst deine Oma besuchen, dann das nimmt man gar nicht wahr. Die gute Nachricht wird nicht gesendet. So ist es im politischen Raum natürlich auch. Aber genau wie Sie gesagt haben, Angst blockiert im Zweifelsfall. Also zu sagen, die Welt geht unter, das wird alles ganz schlimm. Und jetzt will die Grünen. Das ist nicht so cool. Also das, warum sollte man das dann tun, wenn die Welt untergeht? Du musst es halt irgendwie schaffen, zu erklären, dass es ein Ziel gibt, dass das Ziel erreichbar ist, dass man Teil eines historischen Momentes ist, dass man Geschichte schreiben kann, dass Wahlen der Moment sind, Geschichte zu schreiben. Und dann ist die Frage, willst du Geschichte schreiben? Dann geht vielleicht die Hand hoch oder beziehungsweise das Kreuz an die richtige Stelle. Nun ist die Frage für mich ein bisschen, wie schafft man es, die relevante Geschichte zu erzählen. Und die allgemeine ist natürlich die beiden Wir-Geschichte, das tun wir natürlich auch, ich auch, immer wieder, aber sie ist ja im gewissen Sinne auch nicht ganz ehrlich, weil dieses gesellschaftliche Wir, das immer behauptet wird, das ich auch immer behaupte, das gibt es ja in Wahrheit gar nicht und eigentlich Gott sei Dank nicht, dann wäre es nämlich keine offene, plurale, zerstrittene, streitende, ringende Gesellschaft. Und dann gibt es natürlich auch die Geschichten, die Sie erzählt haben. Ich war ja Landwirtschaftsminister, ich teile das genau. Für grüne Politiker ist Tiere und Essen eigentlich das einfachste Thema, weil es das emotionalste Thema ist. Dann haben wir immer Bienen oder Hühner oder Schweinchen auf dem Wahlplakat. Und wenn es nicht reicht, noch ein Eisbär oder so. Aber das Problem damit... Aber das Problem ist, dass es nicht aus meiner Sicht den Kern der Relevanz der Diskussion trifft, als ob es beim Klimaschutz um den Eisbären geht, dem ich auch alles Gute wünsche, aber darum geht es gar nicht, sondern es geht um Freiheit. Es geht um Wohlstand, es geht um Frieden vielleicht. Und jetzt kommt der Kasus Knacktus und aus meiner Sicht der Übergang von der ersten halben Stunde zu der Frage. Ich glaube, ich meine zu sehen, je länger man darüber nachdenkt, der entscheidende Hebel ist die Finanzpolitik. Und es gibt kein spröderes Thema in Deutschland, auch nach Wolfgang Schäuble und Olaf Scholz, als die Finanzpolitik. Wir reden über Investitionen, wir reden über die Schuldenbremse, wir reden über Schulden, wir reden über die EZB und über Fiskal- und Geldpolitik und über den Zinssatz und Inflation. Und das sind nicht Bienen und Eisbären. Es sind lauter halblateinische Begriffe, wo alle sagen, ja, ich habe ich schon mal gehört, aber was hat das mit meinem Leben zu tun? Also ist mein Denksport, und vielleicht wollen Sie das mir helfen, Herr Süde, kommen und Sie auch, einmal sozusagen aus der wirtschaftspolitischen Seite oder ökonomischen Seite und einmal aus der Verhaltenspsychologie heraus. Wie kann man Finanzpolitik positiv emotionalisieren?
Weil da ist der relevante, wir können den Klimaschutz nicht machen mit einer nicht investiven Finanzpolitik, können wir auch über Ordnungsrecht und alles verbieten, aber dann macht natürlich keiner mit. Und wenn das sozusagen die Politik der Union ist, dann viel Spaß bei der Reise, dann kriegen Sie das Plakat und Verbotspartei um den Hals gehängt. So. Und der Zusammenhalt der Gesellschaft, die öffentlichen Räume, die Bildungspolitik, alles hängt an der Kohle. Wissen wir ja auch alles. Wir sagen mal, wir leben im Kapitalismus oder Spätkapitalismus. Aber wie erklärt man, wie bricht man das Paradigma der schwäbischen Hausfrau? Das war sehr wirkungsmächtig, aber das ist in Wahrheit ein Angstparadigma. Bloß nichts riskieren. Und die Konsequenz ist dann, dass die Tochter der schwäbischen Hausfrau auch schwäbische Hausfrau wird und nicht Lehrerin, Ärztin oder Ingenieurin oder Bundeskanzlerin. Das, aber wie kann man es positiv auflösen? Herr Südikum. Einmalige Chance zur Politikberatung. Ja, das ist die zentrale Frage, glaube ich. Und eine wirklich gute Antwort habe ich in den letzten 5 Jahren irgendwie auch noch nicht gefunden. Also ich würde sagen, wenn ich meine Arbeit der letzten 5 Jahre so betrachte, in der Rückschau, ich habe mir den Mund fusselig geredet, dass Finanzpolitik eben nicht schwäbische Hausfrau ist, dass die schwarze Null nicht sozusagen der Weisheit letzter Schluss ist. Aber es ist wahnsinnig schwer, argumentativ weiterzukommen, weil es eben ein so einfaches, plausibles, scheinbar plausibles Bild ist, was da geschaffen wurde und Angst eben tatsächlich regiert. Weil selbst gebildete Menschen, die jetzt nicht Makroökonomen sind, so wie ich, ja, da kommt eben, ja, wenn wir es aber anders machen, wenn wir zu viel ausgeben, die Schulden, die bisher zurückgezahlt werden, wenn wir es übertreiben, dann sind wir irgendwann beim Fall Griechenland, der ja noch nicht allzu weit her ist. Dann haben wir irgendwann die griechischen Verhältnisse, Schuldenkrise und dann geht alles den Bach runter. Und dann eben zu sagen, Leute, das sind nicht die akuten Probleme, die wir gerade haben. Deutschland hat also viele, viele Probleme, aber Schuldentragfähigkeit, mangelnde Schuldentragfähigkeit gehört nun wirklich nicht dazu. Inflation gehört wirklich nicht zu den Problemen, die wir gerade haben, sondern die wirklichen Probleme mal defensiv formuliert sind, dass wir gerade jetzt an so einer kritischen Stelle zu wenig machen und uns überflügeln lassen von anderen. Das ist eher wieder so ein defensives Moment. Wenn wir zu wenig tun, dann überholen uns die Chinesen oder die USA zieht zu weit von uns weg. Das ist eher wieder so ein defensives Bild. Und ich sehe schon, wir müssen eigentlich eher sozusagen ein optimistisch-positives Bild zeichnen. Ja, da bin ich jetzt vielleicht nicht der Spezialist dafür, weil ich kein Kommunikationswissenschaftler bin. Ja, wir haben ja, ich meine, viel der Infrastruktur, die jetzt verrottet, ist ja aus den 70ern. Ja, diese Autobahnen, die Unterführungen, diese riesigen Beton. Also egal, wie wir heute dazu stehen, wie es so. Aber das war ja so eine Zeit, wo wir viel Zustimmung für Investitionen hatten. Da sehe ich auch vielleicht die meisten Chancen. Wenn man eben sagt, Investitionen, abstrakter Begriff, was heißt es konkret? Ich meine, warum haben wir die Funklöcher im Mobilfunk, über die sich alle aufregen jeden Tag? Das sind eben natürlich die Folgen von mangelnden Investitionsentscheidungen, die in den frühen 2000ern getroffen wurden. Wo damals eben es für wichtiger gehalten wurde, dass über die Auktionen 50 Milliarden Euro in den Staatshaushalt fließen, um eine schwarze Null sozusagen zu bekommen, hat man eben die Verträge so ausgestaltet, dass es Mobilfunk nur dort gibt, wo Leute wohnen und nicht sozusagen flächendeckend. Und da kann man eben sagen, gut, wir wollen bitte Mobilfunk überall, wir brauchen 5G an jeder Milchkanne, auch im ländlichen Raum, damit dort überhaupt die Chance auch ist, dass da Wertschöpfung entsteht. Deswegen brauchen wir das und wir wären wirklich völlig bescheuert, wenn wir das nicht machen, weil wir sagen, das ist uns zu teuer. Also ich glaube, da besteht vielleicht die Chance, wenn man weniger über die Finanzierungsseite, den Begriff Schulden, der ja per se schon mal schwierig ist. Schulden ist Schuld, ja. Wenn man gar nicht so sehr darüber redet, sondern eben auf der Positivseite sagt, wir wollen diese Projekte erstens, zweitens, drittens und das hat diese und jene konkreten Auswirkungen. Und über die Finanzierung reden wir später. Ja. Wenn das gelingt, dann wäre man einen großen Schritt weitergekommen. In den USA hat es funktioniert. Und nicht nur bei Biden, auch bei Trump. Ja. Also Trump hat sich für Schulden überhaupt nicht interessiert. Der hat eben das Geld in die Hand genommen und hat damit die Steuern für Reichen gesenkt. Aber sozusagen das Defizit im Staatshaushalt, das war ihm gerade egal. Wenn man ein bisschen in diese Richtung kommen könnte, dass man erstmal sagt, welche Projekte wollen wir denn und was geht es und was brauchen wir. Und dann machen wir einen Schnitt drunter und schreiben sozusagen, was das dann kosten würde. Und dann machen wir uns im zweiten Schritt darüber Gedanken, wie wir es bezahlen. Ja, da gibt es nämlich viele, viele Möglichkeiten, die am Ende sogar geeignet sind, dass dann so eine schwarze Null zumindest scheinbar gehalten wird. Das wäre, glaube ich, ein großer Schritt nach vorne. Frau Ohner, was ist die Erzählung? Also vieles deutet da jetzt darauf hin, wir müssen weg von diesen halblateinischen Vokabeln hin zu so Bildern. Also mindestens 3 Punkte. Ich versuche es mal bei den 3 Punkten zu belassen, weil 3 kann sich das Gehirn immer gut merken, weil wir ein erstes, ein mittleres und ein letztes haben. Also das erste ist, das hat nichts mit Bildung zu tun.
dass wir diese Biases, wie es in der Psychologie häufig heißt, ne? Also zum Beispiel dieser Fokus aufs Negative, den wir ja jetzt hinlänglich besprochen haben, Fokus auf Angst, dass wir alle, wenn wir 100 Nachrichten bekommen und eine davon ist negativ, bleibt die Negative am besten hängen. Und deshalb wäre mein erster Punkt halt so ein Grundkurs oder wie auch immer wir das dann nennen wollen, das ist dann die nächste Hürde, Psychologie für alle Bereiche, weil Wirtschaft in ganz vielerlei Hinsicht, Volkswirtschaft vor allem, BWL weniger, Psychologie ist. Weil es um das Verhalten von Menschen geht. Und weil wir einfach davon wegkommen müssen, irgendwie rational versus emotional auch da wieder eine Dichotomie, eine Polarisierung aufmachen, die es nicht faktisch nicht gibt, weil das menschliche Gehirn einfach nicht so funktioniert. Und das wären so die ersten zwei wichtigen Lektionen von diesem Grundkurs. Das zweite ist dann, es gibt doch nichts Leichteres als Finanzpolitik oder Finanz als Thema, dann mit dieser Geschichte des, wo wollen wir eigentlich hin, zu verbinden. Weil genau wie Sie gerade gesagt haben, dann können wir ja hingehen und sagen, wo wollen wir denn eigentlich hin? Und weg von diesem Wogegen. Also von den Verboten und von dem Sparen und dem die schwarze Null, also das wird natürlich jetzt nicht Sparen Jens Spahn, sondern Sparen mit R, die Sparsache wegzukommen und zu sagen, wir wollen ausgeben und das ist gut und richtig, weil wir wollen ja eine Zukunft auf diesem Planeten oder wo auch immer, also ne, wo wir uns gerade befinden, und dann zu sagen, wofür wollen wir das einsetzen? Und ganz klar, der Eisbär ist viel zu weit weg. Der Eisbär ist mir am Ende des Tages, also mir jetzt gesprochen als die allgemeinverständliche Person, ist mir natürlich egal. Ja, weil ich als erstes, gerade wenn ich getrieben von Angst bin, natürlich an mich selber und meine eigene Gesundheit denke. Das heißt, dann zu sagen, wo wollen wir investieren? Und der dritte Punkt, dann natürlich die Geschichten, die Narrative. Welche Wörter brauchen wir dafür? Schulden auf gar keinen Fall, weil genau, ne, wie wir jetzt auch schon besprochen haben, Schuld, das ist total aus Gründen negativ besetzt. Das heißt, es geht hier nicht um Schulden zu machen, sondern es geht gemeinsam zu gestalten, wie wir leben wollen. Und dann halt die Finanzierung als den Unterbau sozusagen zu sehen, der natürlich notwendig ist. Jetzt kommt ja eine Bedingung rein, die mit der ja keiner gerechnet hat, nämlich die Corona-Krise. Und ich habe mal den sehr schönen Satz gelesen, während wir uns um die nächsten 4 Wochen kümmern, gehen gerade die letzten 40 Jahre zu Ende. Das heißt, der Blick auf das, was wirklich wichtig ist, hat sich ja gewandelt in dieser Gesellschaft. Also was brauchen wir an Infrastrukturen, worauf kommt es an? Klar, dieses Gesundheit, also ja, was Sie gerade geschildert haben, oh, meine Gesundheit, wie, ja, so, das schon. Aber wir haben gesehen, es ist klar, wir brauchen ein Gesundheitswesen, das es für alle leistet. Weil wenn es es nicht für alle leistet, leistet es für keinen, weil ich kann mich wieder anstecken. Also so. Ist das eine Chance? Herr Südekum, ist es leichter, nach Corona dieses Schuldenparadigma abzulösen? Hilft das? Adam, du es gleich als Nächster. Genau. Erstmal Herr Südekum und also dann Herr Duss. Kurz, da bin ich schon etwas optimistisch, zumindest weil jetzt in der Corona-Krise eine sehr, sehr große Einigkeit und Akzeptanz, dass jetzt expansive Fiskalpolitik absolut notwendig ist, also dass jetzt der Staat viel Geld in die Hand nehmen muss, um quasi gegen die Krise vorzugehen. Das war anders als in der Finanzkrise. Also damals tat sich ja die Wirtschaft und auch die Politik und die Gesellschaft viel schwerer, das zu akzeptieren. Das heißt, das ist jetzt schon in gewisser Weise schon mal eine Akzeptanz hat es gestiftet, weil es einfach besser gelungen ist. Also jetzt die politische Reaktion auf die Corona-Krise war deutlich besser. Vielleicht mal so weit. Jetzt bei der Frage, was brauchen wir? Also das ist aber weiterhin jetzt, natürlich sind neue Themen jetzt aufgekommen. Gesundheitsinfrastruktur, Gesundheitswesen und so weiter. Das heißt, das hat dann aber aus meiner Sicht erstmal vor allem die lange Liste an Defiziten nur noch mal verlängert. Ja? Also jetzt haben wir nicht nur die Funklöcher, sondern jetzt haben wir eben auch gesehen, dass bei den Gesundheitsämtern offensichtlich auch Handlungsbedarf besteht. Das heißt, da ist die Liste erstmal bloß länger geworden. Adam Tooze. Ja, ich wollte nur mal zum Optimistischen gewendet, Jens Südekum, ein Kompliment machen und ihm in gewisser Weise widersprechen, in dem Sinne, dass seine Arbeit, glaube ich, in keiner Weise umsonst gewesen ist. Mein Eindruck als Außenstehender, der die deutsche Diskussion zu diesen Fragen aber trotzdem mit großem Interesse verfolgt, ist, dass sich die Debatte in den letzten 10 Jahren zur Schuldenbremse ganz dramatisch gewandelt hat. Und dass es möglich ist, dass Herr Habeck die Frage stellt, die er stellt, die absolut die zentrale Frage ist. Ich musste schmunzeln, als ich das hörte. Es ist wunderbar, das zu hören.
Und dass die Grüne Partei dafür eintritt, die Schuldenbremse in Richtung Investitionen zu öffnen, das ist doch, und trotzdem im Rennen ist für die Macht in Berlin, das war ja vor 5 oder 6 Jahren sehr schwer sich vorzustellen. Weil, wie Herr Südikum ganz zu Recht sagt, die dominante Position innerhalb der Finanzkrise und seine Folgezeit die Austeritätslinie war. Sodass man da nicht verzweifeln sollte. Da denke ich, dass die Lernfähigkeit in der modernen Demokratie gerade in diesem Thema existiert. Es verlangt aber, wie Max Weber mal sagte, das Bohren von harten Brettern. Ich meine, das ist eine mühsame Arbeit, aber eine Veränderung ist da und es ist ganz essentiell bei Koalitionsverhandlungen zum Beispiel, dass da die Grüne Partei wirklich eine äußerst starke Position einnimmt. Also da keine Kompromisse, denn ohne eine offenhändige Finanzpolitik geht nichts anderes. Das heißt also, das muss absolut zum Kernbereich der Politik mit reingerechnet werden. So, wir hören jetzt mal in die Planungen der Koalitionsverhandlung hinein. Ganz so weit will ich noch nicht gehen, aber ich wollte das Rad schon ein bisschen weiterdrehen. Ich glaube, das stimmt, was wir gerade in den letzten 5 Minuten besprochen haben. Eigentlich trivialerweise mit Framing haben wir uns jetzt ja alle politisch immer wieder beschäftigt. Was wir jetzt tun, also auch ich persönlich, ist den Schuldbegriff nur noch auf die fehlende Infrastruktur der Wirklichkeit anzuwenden. Also was sozusagen im Narrativ passiert, ist zu sagen, es gibt nicht nur Schulden in den Büchern, es gibt auch Schulden in der Wirklichkeit und es gibt Verschuldung an der Zukunft. Und dann kannst du es alles aufzählen, von stinkenden Toiletten in den Schulen bis Breitbandausbau, bis verspätete Bus und Bahn und geschlossene Spielplätze in Ostdeutschland und so weiter, beziehungsweise die Zukunftsinvestitionen. Also den Schuldbegriff umzuframen und ihn nicht da stehen zu lassen, wo er stand, nämlich bei den roten Zahlen in den Büchern, sondern woanders hinzubringen. Und das ist erstmal insofern interessant, weil damit sich dann jetzt diejenigen, die sagen, das Einzige, was für uns zählt, sind die Schulden in den Büchern, mit ihrem eigenen Begriff auseinandersetzen müssen. Dann sagst du, okay, das kann man ja beziffern, die kommunalen Schulden, wird immer ausgerechnet, sind ungefähr bei 150 Milliarden ausgelaufen. Jeder kennt das lebensweltlich, da kommen wir so in den Bereich der Landwirtschaft. Ja, also wenn dann die Geschichte ist, Kinder trinken morgens nicht, weil sie sich ekeln, aufs Schulklo zu gehen, dann hat das so die Qualität von Essen. Zwar jetzt anderen Weg raus, aber es ist sehr lebensweltlich auf einmal. Das ist das eine. Und natürlich geht das dann immer weiter. Umgekehrt wäre dann der Punkt, nicht mehr von eigenen Schulden, sondern von Investitionen zu regeln. In unser Land investieren klingt ganz anders, als wir wollen mehr Schulden aufnehmen. Meint das Gleiche, aber kommt einem vor, wie, ja, wer will denn nicht in Deutschland investieren? Und in die Zukunft und in die Zukunft unserer Kinder umso mehr. Da kann man auch umdrehen an anderen Stellen. Steueroasen. Oase ist immer eine Palme und Bacardi trinken und Steuersümpfe, da will keiner hin. Also muss man schon ein bisschen aufpassen, worüber man redet. Steuersümpfe trockenlegen ist zwar ökologisch nicht die korrekte Metapher, aber da sind mehr Menschen für empfänglich. Trotzdem glaube ich oder spüre ich, dass das erst der erste Teil der Auseinandersetzung ist. Also wenn der Gedanke richtig ist, um den entscheidenden Kampf zu führen, muss man die Finanzpolitik erklären und in dem Sinne dann emotionalisieren. Dann reicht es noch nicht. Ich will mal ein Beispiel nennen, an dem ich so rumlaboriere. Herr Südikum, Adam Tusi, Sie könnt das ja übernehmen. Eine, finde ich, der weitreichendsten Erklärung, warum wir staatlicherseits mehr investieren müssen, ist, dass wir alle länger leben. Wir leben länger, es gibt den demografischen Wandel, Leute sparen fürs Alter. Also die Konsequenz, dass Leute irgendwann 80, 90, 100 Jahre alt werden, ist, dass auf der anderen Seite irgendwie entspart werden soll, weil sie das ganze Geld horten und nicht mehr ausgeben, nicht mehr in den Kreislauf geben. Das ist ja eine schöne Geschichte. Auf einmal ist man Teil des Erfolgs und Menschen verstehen dann vielleicht, das ist noch kein Wahlkampfschlager, das ist mir klar, aber sichtbar machen, lebensweltlich sichtbar machen, warum sich Zeiten geändert haben und warum es einen guten Grund gibt, nochmal zu überlegen, ob das, was vielleicht, und möglicherweise war es das gar nicht, aber vielleicht vor 20 Jahren noch argumentiert werden könnte, heute nicht mehr funktionieren kann. Ohne gleich in das parteipolitische, ja, das sind halt die Linken, die wollen, konnten noch nie mit Geld umgehen und die anderen halten jeden Cent zusammen, in das Paradigma zu fallen. Also, wir leben länger, Leute sparen.
wenn alle sparen, hast du eine Wirtschaftskrise. Irgendjemand muss das Geld ausgeben. Wenn es nicht die privaten Leute sind, weil sie länger leben, dann muss es halt die öffentliche Hand tun. Und dann musst du dagegen argumentieren, dass Leute länger leben. Das ist irgendwie nicht so einfach. Also das muss ich jetzt nur noch in einen griffigen Eisbärbegriff bringen. Aber was ich meine ist, dieses Framing und auf der Oberflächenebene das Wording, Sümpfe, Oasen und so weiter zu verändern, das ist das eine, Schulden, Investitionen. Aber es reicht meiner Ansicht nach nicht, um ein so komplexes Politikfeld für die Finanzpolitik lebensweltlich zu erklären. Also da muss noch mehr Hirnschmalz rein, finde ich. Im Moment sind wir übergegangen von der Frage, hat sozusagen durch Corona, gibt es jetzt ein Momentum? Und jetzt aber die Frage, wie kriegen wir diese Beharrungskräfte, ja? Wie kommen wir da raus? Wie kriegen wir das angeschoben? Und du hast so ein bisschen skizziert. Momentum soll ja gerade im finanzpolitischen Bereich in Teilen zurückgedreht werden. Also das Hauptnarrativ, wenn ich es richtig spüre, ist, das war richtig, dass wir in der Krise so viel Geld ausgegeben haben, aber jetzt müssen wir sparen. Also und jetzt gibt es den Entschuldungsturbo, oder wie nennt das Lindner, wieder anwerfen. Die Gläubiger. Ja, das ist ja genau. Ja, genau. Und natürlich den Turbo anwerfen ist schon mal ein ziemlich guter Begriff. Und wie willst du das jetzt kontern? Also langer Rede, kurzer Sinn, also bezogen auf die Debatte, was ändert sich dann in dem Zentralbereich, mit dem du Ellen angefangen hast? Bin ich, also steht es bestenfalls 50-50, wie die Debatte weitergeht. Und die Leute, die sagen, jetzt wieder strenger zur Haushaltsdisziplin zurück, sind wahrscheinlich auf dem Vormarsch oder gewinnen Gelände. Ja, also das nicht so war, dass jetzt so ein bisschen das Märchen erzählt wird, wir konnten uns nur so viel leisten, also eine so vollmundige fiskalpolitische Aktion, weil wir vorher so sparsam waren und deswegen müssen wir ganz schnell wieder auf die 60% Schuldenstand in Bezug aufs BIP zurück, weil nur dann sind wir quasi reaktionsfähig für die nächste Krise und die kommt ja schon ganz bald. Ja. Ich meine, da kann man nur sagen, stimmt halt einfach nicht. Also wenn man eben schaut, die USA hatten schon vor Corona weit über 100% des Bruttoinlandsprodukts. Von Japan will ich gar nicht reden. Hatten die irgendwelche Probleme, sich okay, Geld zu besorgen? Aber die Vereinbarung, das müssen wir jetzt mal zugestehen, die europäische, dann müssten wir die deswegen müssen wir diese Diskussion stellen. Deswegen müssen wir über diese Vereinbarung auch ganz dringend reden. Also es geht ja nicht nur um die deutsche Schuldenbremse, sondern die viel größere Schwierigkeit liegt ja auf der europäischen Ebene. Ja. Das heißt also, wenn wir jetzt dann 2023 zum EU-Fiskalpakt zurückkehren, dann gute Nacht. Ja. Dann wird es lustig. Beziehungsweise gar nicht lustig. Aber heißt, dass die Länder in 20 Jahren ihre Kredite, ihre Schulden abbauen müssen auf 60% des BIP. Die meisten, ich weiß nicht, wo der europäische Schulden steht, jetzt nicht bei 150%, vielleicht 130%. Das heißt, ganz Europa fängt an zu sparen. Das kann nicht zu einer prosperierenden Gesellschaft führen. Das ist denkunlogisch. Ja, ich wollte mal ein Argument mit in die Debatte bringen, dann sind Sie gleich dran, Frau Ohner. Wir haben ja jetzt im Grunde genommen auch nochmal Rückenwind für diese Überlegungen vom Bundesverfassungsgericht, das ja im Grunde festgestellt hat, die Gläubiger sind die Kinder. Also wenn ihr so weitermacht, dann häuft ihr wirklich große Schulden an bei denjenigen, die in der Zukunft auch noch Luft zum Atmen, haben wollen. Hilft das? Also bringt das nochmal ein bisschen Bewegung in die Debatte, Marin Ohner? Um da anzuknüpfen und die Brücke hoffentlich auch zu der Frage zu schlagen, warum waren wir dann auf einmal handlungsfähig in der Corona-Krise? Weil auch da wieder drei Elemente erfüllt waren. Es war halt jetzt zeitlich aktuell sozusagen vor der Tür und räumlich dann auch vor der Tür. Also wann hatte jeder so, ich frage mal, wann hattest du denn deinen persönlichen Corona-Moment? Weil wir ja auch da, wenn wir ehrlich zu uns sind, das lange vor uns hergeschoben haben, bis es halt, und das ist dann die dritte Zutat, spürbar ist bei Menschen, mir selber oder anderen Menschen, die mir wichtig sind. Und genau das geht es ja jetzt darum, dann zu sagen, okay, wie kriegen wir diese Finanzierungsfrage so formuliert, dass es eine Herausforderung, gekoppelt an die Klimaherausforderung und alles, was dazugehört, gekoppelt an, das ist jetzt, das ist vor der Tür und das betrifft mich und meine Liebsten, um es mal ganz platt runterzubrechen. Und das ist dann die nächste Herausforderung, in ein positives Narrativ und nicht in die Angst zu verfallen und zu sagen, okay, jetzt muss ich nochmal schnell das sichern, was ich irgendwie sichern kann.
Also sprich, dann zu sagen, okay, wo wollen wir denn eigentlich hin investieren? Und dann spielt natürlich, jetzt die Frage zurückkommt, diese Generationenfrage, ein ganz wichtiger Punkt, also nicht nur für Eltern, sondern auch für viele andere Menschen, die einfach sagen, ja, okay, da ist natürlich etwas, was mir lieb und wichtig ist, meine Liebsten um mich herum. Und das kann ein ganz, ganz wichtiger Hebel sein, auf jeden Fall. Aber trotzdem bleibt natürlich die Herausforderung, dann zu sagen, okay, wie kommen wir zu einer Sprache oder weg von diesen trockenen Themen und von dieser Angst, dass alles um uns rum zu halten. Und da, denke ich, ist der wichtigste Hebel wirklich dieses, was ich eben ganz kurz nur schon gesagt habe, andere Geschichten zu erzählen. Also was bedeutet denn, ne, wir sind schon beim Thema Investieren zum Beispiel, also nicht zu sagen, okay, Schuld, sondern wir müssen investieren. Und gleichzeitig zu fragen, was bedeutet es denn überhaupt, Freiheit zu haben? Und dann ist ganz wichtig, wir haben über Framing gesprochen, zu sagen, wer sendet diese Signale? Also, dass es halt nicht die Polarisierung weiter befeuert und geschaut wird, okay, es sind immer die, die das sagen, Stichwort Verbotspartei und Co., und es sind die, die das andere sagen, sondern den Dialog offen und ehrlich aufzumachen, politische Schwierigkeiten hin oder her, und ich habe jetzt leicht reden an der Stelle, gebe ich zu, aber zu sagen, worum geht es eigentlich wirklich, wie Sie ja eben auch schon schön formuliert haben, und dann wirklich zu schauen, dort Antworten zu finden, die entsprechend nach Empfänger von verschiedenen Personen gesendet werden. Mal ganz, ja, Herr Südekum, und dann nochmal kurz an Adam Tooze zurückgespielt. Nur eine konkrete Idee für eine Erzählung, weil das, was Robert Habeck sagt, also er hat im Prinzip schön erklärt, was wir Ökonomen säkulare Stagnation nennen. Das ist jetzt kein Begriff, den ich im Wahlkampf verwenden würde. Aber man kann eben das ist ja genau das Thema. Alle wollen sparen. Ja. Der Privatsektor hat aber eine geringe Kapitalnachfrage, weil auch aufgrund des Strukturwandels Dienstleistungsunternehmen brauchen eben nicht mehr so viel Geld wie früher mal die großen Stahlwerke. Also alle wollen sparen, keiner will sich verschulden und Geld anlegen. Und die Folge ist natürlich, wenn Geld Anlagemöglichkeiten sucht, dann geht es eben zum Beispiel in Immobilien. Ja? Und das Sicherheit, führt dann eben zu diesem Problem, was wir hier in Berlin sehen, mit nicht mehr bezahlbarem Wohnraum und so weiter. Das heißt, man könnte natürlich auch mal die Leute fragen, wollen wir nicht stattdessen dafür sorgen, dass der Staat diese ganzen Ersparnisse absorbiert und damit zum Beispiel einen klimaneutralen öffentlichen Personennahverkehr investiert, in Digitalisierung investiert. Ja? Und eine nette Nebenwirkung davon ist, dass vielleicht die Immobilienblase ein bisschen abschwillt und wir auch wieder mehr bezahlbaren Wohnraum haben. Aber dem Staat Geld zu geben, ist natürlich auch so eine Sache. Ich wollte nochmal die Frage, wer sendet Signale, Herr Tooze, an Sie zurückspielen, weil diese Sparnummer ist ja in den USA nicht so das Problem. Und trotzdem wäre es wahrscheinlich hilfreich, wenn ich sag mal jetzt der Minderheitenführer im Senat sagen würde, hey Leute, Klimaschutz ist eine feine Sache. Oh, Herr Tooze, wir hören Sie nicht. Sie müssten. Ja, selbstverständlich. Ja, selbstverständlich wäre es schön, wenn die Republikaner mitmachen würden. Es ist aber nicht ganz richtig, dass das mit der Sparnummer in Amerika nicht funktioniert. Das ist ja eines der Probleme im beiden Programm, dass die erste Phase, also die reine Covid-Response-Politik, war tatsächlich ungedeckt durch Einnahmen. Und dadurch ergeben sich ganz riesige Defizite, die auch makroökonomisch genau das Richtige waren in diesem Moment, weil die privaten Haushalte und Firmen haben ihre Bilanzen disponiert. Und es war wichtig, dass der Staat gewisserweise ausbalanciert hat. Aber die investitiven Programme Bidens sind ja zum Leidwesen und ehrlich gesagt zum Erstaunen der Linken in Amerika alle mindestens hypothetisch vom Ansatz her gedeckt durch Einnahmen. Das heißt also, was versucht wird, ist eine Politik, die gleichzeitig investiv, innovativ ist, die finanzpolitisch konsolidierend wirkt. Denn was unnötig ist vielleicht, aber man kann ja nicht sagen, dass es der amerikanischen Wirtschaft an Stimulierung mangelt im Moment. Also die amerikanische Wirtschaft läuft ja heiß. Frage ist, ob sie es immer noch tun wird 2022, 2023. Aber vielleicht ist das Defizit nicht das Allerwichtigste. Aber es wird kombiniert mit einem politischen Gebiet, das natürlich auch für die Grünen sehr wichtig ist, nämlich die Austarierung gesellschaftspolitischer Art durch ein Ausbalancieren der Staatsausgaben und der Staatseinnahmen. Das heißt also, man versucht, eine gestalterische Politik zu betreiben durch
durch eine sozialere Steuerreform. Das heißt also, man kehrt die Politik Trumps um, man versucht, die höheren Einkommen zu belangen. Und das ist ja auch ein Hauptanliegen für die Biden Administration gewesen, jetzt beim G7 europäische Übereinkommen zu bekommen für Unternehmenssteuern. Das heißt also, in Amerika selbst gibt es ein gespaltenes Verhältnis zu den Defiziten. Neu wäre, wenn die Demokraten gewisserweise bereit wären, das Wasser anlaufen zu lassen. Historisch gesehen war es Reagan, Bush und Trump, die die großen Defizite gewisserweise aus freien Stücken gefahren haben. Obama musste ein Riesendefizit fahren, weil wir tief in einer Krise steckten. Das ist ja gerade, also wenn wir über Biden Economics reden, dann geht es ja gerade darum, dass selbst Demokraten, also zentristische Demokraten, bereit sind, eine großzügige Politik zu betreiben. Um aber auf Jens' Punkt zurückzukommen, er hat vollkommen recht. Also die kritische Entscheidung ist auf europäischer Ebene. Und tatsächlich, wenn also diese Rückbewegung anfängt, wieder zu den Maastricht-Regeln. Es geht ja auf Maastricht zurück, diese zwei Kriterien, 60% und 3%. Das ist ein historischer Rückfall, den wir uns einfach nicht leisten können im Moment. Der wird auch nicht passieren, glaube ich. Herr Südekum, jetzt, wenn Sie jetzt einem Bundesfinanzminister Robert Habeck, jetzt mal Butter bei die Fische, ja, raten müssten, was muss zuerst passieren? Was wären das dann? Welche Stimuli, welche Maßnahmen? Naja, ich meine, auf der erstmal nationalen Ebene, das Investitionspaket, das die Grünen ja im Wahlprogramm stehen haben, das deckt sich ja in großen Teilen mit Vorschlägen, die auch von Seiten von Ökonomen im Vorfeld schon gemacht wurden. Und das ist mal der erste Schritt, diese 500 Milliarden. Mir wäre es am liebsten, wenn das eben über eine wirkliche Reform der Schuldenbremse erfolgen könnte, also letztendlich über eine Verfassungsänderung. Mhm. Wenn das nicht geht, dann wurde ja auch eben über mögliche Umwege Reform und so der weiter. Schuldenbremse mit einem ökologischen mit der ökologischen Kondition. Nein, oder das wäre im Prinzip der Elemente? Rückgriff auf eine Art, wir nennen es goldene Regel, also dass letztendlich Investitionsausgaben kreditfinanziert werden dürfen. So war das ja auch, bevor die Schuldenbremse 2009 in die Verfassung gekommen ist, war es ja vorher auch so. Also letztendlich ein Rückgriff auf die alten Regeln, aber mit einem modernisierten Investitionsbegriff. Das ist ganz wichtig. Das ist sicherlich das eine. Und auf der europäischen Ebene brauchen wir dringend diese Debatte über Fiskalregeln. Also es macht aus meiner Sicht, da hat Adam Tooze völlig recht, überhaupt keinen Sinn, zurückzukehren zu Regeln, die mal in einem völlig anderen Kontext, in einer ganz anderen makroökonomischen Lage formuliert wurden. Ich hoffe, das funktioniert. Wenn es nicht funktionieren sollte, weil da sind natürlich große Beharrungskräfte sicherlich auch da, kann es manchmal auch sein, dass es einfacher ist, sich was Neues zu überlegen, ja, und nicht zu versuchen, an den alten Regeln herumzudoktern, sondern gleich was Neues sozusagen auf den Tisch zu legen. Und das wäre aus meiner Sicht, darüber nachzudenken, den Next Generation EU Fund, also sozusagen dieses Instrument der gemeinsamen europäischen Verschuldung, letztendlich weiterzuentwickeln in Richtung eines europäischen Transformationsfonds. Ja, denn die großen Aufgaben, Transformationsfinanzierung, Umbau der Industrie, Umbau der Wirtschaft in Richtung Digitalisierung und Klimaneutralität, das muss aus meiner Sicht auf europäischer Ebene gemacht werden, weil wenn man es in Deutschland alleine macht, ist man sofort 5 Minuten später im Konflikt mit den europäischen Beihilferegeln. Ja, und die Italiener und Griechen und Portugiesen werden zu Recht sagen, ja, ist ja schön, dass ihr das machen wollt, liebe Deutsche, aber wir möchten das auch, diesen Umbau. Deswegen ist es von vornherein eigentlich besser, das europäisch anzulegen. Und ich könnte mir vorstellen, wenn man sagt, wir machen Green New Deal und wir machen eben eine Finanzierung dieser Transformation in dem Zeitfenster, über das wir reden ja über die nächsten 5 bis 10 Jahre, die da wirklich kritisch sind, und dafür bauen wir so einen Fonds auf. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es kommunikativ ganz gut funktioniert, das dann eben auch sozusagen zukunftsorientiert und besetzt und positiv zu vermitteln. Klingt das nach einem guten Plan? Ja, nach einem sehr guten Plan. Und vor allem ist das Entscheidende der erste Teil, wenn ich Stimmen ehrlicherweise auch aus der SPD höre, also auch Olaf Scholz sagt ja, so wie Jens Südekum argumentiert hat, wir konnten uns die Corona-Ausgaben nur leisten, weil ich davor so ein toller Finanzminister war, also ein paar Jahre davor eine schwarze Null gefahren habe, dann klingt das für mich so, wie das Wissen dürfte ja da sein. Ich meine, rechnen können die ja auch und sehen die Notwendigkeiten. Die Bundesregierung ohne die Grünen haben gesagt, du hast es am Anfang zitiert, in jetzt 19 Jahren minus 90% CO2, danach fehlen noch 10, aber das ist erstmal schon mal, das ist ja der längste Weg, aber 18, 19 Jahre ist ja für die Gesamtumstellung von Mobilität, Industrie, wie wir heizen, Landwirtschaft, das ist ja Wahnsinn. Wir erfinden das Land quasi nochmal neu und das mit den Finanzregeln, die uns nicht geholfen haben in der Vergangenheit, das macht ja alles gar keinen Sinn. Deswegen unterstelle ich,
Also das geht einfach nicht auf die Rechnung. Unterstelle ich, dass da auch heimlich überlegt wird, die Schuldenbremse auszusetzen, zu umgehen, Schattenhaushalte einzuführen, irgendwelche Gesellschaften zu gründen, die dann als Mobilitätsgesellschaft, E-Ladesäulen und als Digitalisierungsgesellschaft, Breitbandausbau und als Wasserstoffgesellschaft den Ausbau der Netze zu machen. Das hat nur den Nachteil, erstens, dass die der Transparenz der demokratischen Kontrolle entzogen sind oder jedenfalls nicht klar im Haushalt verankert sind und deswegen auch weitestgehend dann der demokratischen Kontrolle und der Debatte entzogen sind, ist einfach demokratisch nicht schön oder nicht zufriedenstellend oder nicht genügend, würde ich sagen. Und zweitens ist es wahrscheinlich teurer, weil die ja immer Rendite machen müssen in irgendeiner Form. Kannst du das Geld ja auch anders leihen, aber der Staat kann sich zu 0% Kredite, kann für 0% Anleihen rausgeben und seine Investitionen finanzieren. Alle anderen wollen ja irgendeinen Gewinn haben. Sonst, so deswegen macht es auch da keinen Sinn. Also das ist schon richtig, die Schuldenbremse, um diese Investitionsregel zu finanzieren. Und beim zweiten würde es genauso Sinn machen, die Maastricht-Kriterien zu verändern. Das allerdings setzt dann wieder die Einstimmigkeit im Rat am Ende voraus, solange Europa nicht reformiert ist, also wir hin zu einem Zweikammersystem gehen und der Rat sich nicht, das sind ja die nationalen Regierungen, dauernd als Bremsklotz oder als Veto-Gremium erweist. Und ich verstehe im Moment die europäische Diskussion so, dass weder ein Zurück zu Maastricht gewollt wird, noch sich getraut wird, wirklich die Legislativakte neu zu schreiben. Europa kann, das muss man so klar sagen, kann nicht zu Maastricht zurück. Es gibt wenige kleinere Länder, Österreich, Niederlande, Dänemark, Finnland, die sind da sehr restriktiv. Die entscheidende Frage ist, zwingt Deutschland Europa dahin zu gehen? Und dann wird es schwierig, wenn Europa wenn die Länder jetzt gezwungen sind, Italien, Frankreich, Spanien, Portugal, und die osteuropäischen Länder ihren Schuldenstand in den nächsten 20 Jahren in festen Schritten zurückzuführen, wie es Maastricht will, dann fliegt unser Kontinent auseinander. Das muss man so klar sagen. Es gibt keine Garantie, dass eine andere Finanzpolitik verhindert, dass Marine Le Pen französische Präsidentin wird oder in Italien Salvini regiert. Die Garantie gibt es nicht. Es geht nicht nur um Finanzpolitik. Viel hat es mit Zusammenhalt, Anerkennung der Menschen zu tun. Aber eine falsche Finanzpolitik, und Adam Tooze hat da ja vor ein paar Jahren ein Buch drüber geschrieben, führt mit Sicherheit dazu, dass dann der Populismus, und zwar der nationale Populismus, wahrscheinlich der Rechte in Europa regiert. Und dann können wir den Laden dicht machen. Das muss man sich mal klar machen, worüber die Bundestagswahl eben auch abstimmt, nämlich wollen wir eine Politik fahren, die am Ende dazu führt, dass überall in Europa nationalpopulistische Regierungen am Werke sind. Und so groß ist die Bundestagswahl. Es geht ja nicht um 16 Cent zum Liter Benzin. Es geht im Kern darum, ob angemessen auf eine neue politische Situation mit dem größten Werkzeug, das Politik hat, nämlich den Kapitalismus, Regeln zu geben, angemessen reagiert wird. Robert Habeck hat es angesprochen, Herr Tooze, Sie teilen vermutlich doch jetzt, aufs Buch wurde ja auch Bezug genommen, die Ansicht über Europa. Was ist Ihr Blick sozusagen mit der transatlantischen Entfernung auf das, was Europa bevorsteht in den nächsten 5 bis 10 Jahren? Herr Habeck hat das ganz wunderbar formuliert. Das ist, glaube ich, tatsächlich, worum es geht in dieser Wahl. Wenn Sie mit großen Anlegern reden, Investoren, dann ist klar, dass sie den Ausgang dieser Wahl als strategisch betrachten und eine Rückkehr zu einem deutschen Finanzministerium unter der Kontrolle einer konservativen Politik, die sich gerade in diesem Ministerium profilieren möchte, wird als systematisches Risiko, nicht nur für Europa oder für Europa und deshalb für die Weltwirtschaft betrachtet. Die Politik, die Deutschland zwischen 2008 und 2015 gefahren hat, war mit riesigen Risikos, nicht nur für den Zusammenhalt Europas. Herr Habeck hat vollkommen recht, dass es zur politischen Weiterung geführt hat, aber es stellt auch ein systematisches Risiko für die Weltwirtschaft dar. Es war tatsächlich der Fall, dass das IWF eingreifen musste, um Europa zu stabilisieren. Eine Institution, die sich mit Pandemie und mit der Entwicklung der Schwellenländer beschäftigen sollte, musste sich mit Europa beschäftigen.
Das ist tatsächlich ein Riesenrisiko. Ich denke, dass der Weg des Pragmatismus sagen wird, es geht einfach nicht. Eine Rückkehr zu Maastricht mag Konservativen vielleicht gefallen als Idee, aber die Tragödie gewisserweise ihrer Politik ist, dass sie so verfahren ist, dass sie gar nicht ans Ruder gelassen werden darf. Das heißt, das Ergebnis wird sein, dass das EZB eingreifen muss. Und das ist genau ein Notbehelf, dem wiederum die demokratische Legitimierung fehlt. Das ist die eigentliche Frage. Viele Antworten auf diese systematischen Herausforderungen werden irgendwie gefunden werden, weil es einfach nicht anders geht. Die Frage ist, ob gewisserweise das durch eine emphatische demokratische Beteiligung und auch durch einen erwachsenen Diskurs über unsere Möglichkeiten stattfindet oder über technokratische Schleichwege geschieht, ja, wie in der Eurokrise, ja, wo die konservative Politik gewisserweise Schaden anrichten konnte, aber nie zum großen Kladderadatsch führen durfte, weil eben von EZB-Seite nachgeholfen wurde. Und wir haben im deutschen Verfassungsgericht dann die Weiterung davon gesehen. Eine Institution, die auch dadurch zum Teil delegitimiert wird, dass sie gezwungen ist, in diese Diskussion einzugreifen oder gezielt diesen Eingriff wagt. Das heißt, das ist die Zukunft, wenn nicht eine konstruktive Politik, demokratisch, volldemokratisch legitimierte Politik wirklich das Steuer ergreift. Jetzt sind wir wieder genau an dem Punkt, wo wir quasi die Sache diskutieren und diesen großen Zusammenhang zwischen, was wir am Anfang genannt haben, zwischen der politischen Regression, der Gefahr, die durch die zunehmende Polarisierung der Gesellschaft, das Überborden nicht majoritärer, also nicht gewählter Körperschaften, Institutionen entsteht, der Transformationsnotwendigkeit auf der anderen Seite. Und wo bleibt jetzt die Mehrheit, also beziehungsweise die Einzelne, der Einzelne? Wie versteht die Person in Sachsen-Anhalt, nehmen wir Bitterfeld, ja, wie versteht die Bürgerin in Bitterfeld auf dem Marktplatz das, was vor sich gehen muss? Wie versteht sie diesen großen Zusammenhang? Was muss Politik machen an öffentlicher, ehrlicher Debatte, um Dame auf dem Markt in Bitterfeld zu erreichen? Ich weiß nicht ganz genau, ob ich die Antwort für die Dame in Bitterfeld habe, aber das wichtigste Schlagwort hat Adam Tooze gerade gesagt, aus meiner Sicht, und das lautet konstruktiv. Und ohne, dass das jetzt wieder eine verkopfte Debatte werden soll, was jetzt konstruktiv ist, wir können das auch gerne zukunftsorientiert oder lösungsorientiert oder die Frage nennen oder die Frage drüber stellen, über die wir ja jetzt auch schon gesprochen haben, worum geht es eigentlich wirklich oder was jetzt, wie soll es eigentlich weitergehen? Und das, was wir jetzt gerade ja auf der Makroebene hier in der Runde diskutiert haben, ist ja letztendlich sind ganz viele Mikroebenen. Und wir haben auch schon über die Angst gesprochen und die Warnungen sozusagen, die im Raum stehen, was sonst passiert, wenn die Angst dominieren wird. Das heißt, ich möchte überhaupt nicht dahin gehen, dass wir wieder sagen, die Politik ist schuld. Also das ist ja genau der Punkt. Und Fingerzeigen betreiben. Oder die Journalisten sind schuld, die Ökonomen oder die Wirtschaftswissenschaftler oder die was auch immer. Ja, die Hausfrauen auf dem Markt. Sondern zu sagen, alle müssen sich diesem konstruktiven Narrativ, um es kurz einmal akademisch auszudrücken, anschließen, wenn sie ehrlich die Frage beantworten, worum geht es eigentlich wirklich? Und da ganz kurz zurückgegangen zu den psychologischen oder den Erkenntnissen, die wir da aus der Verhaltensforschung haben, das, was Menschen am Ende des Tages gesund und glücklich macht, ist eben nicht Geld, auch wenn die Finanzpolitik natürlich der Hebel ist, um dieses gesund und glücklich zu erreichen, sondern sind funktionierende soziale Beziehungen. Und dann sind wir doch bei der Dame auf dem Markt oder dem Herrn oder dem Kind oder sonst wem. Weil es geht am Ende des Tages darum, dass wir uns sicher und gut fühlen, beziehungsweise ein langes, Stichwort wir werden immer älter, ein langes Leben haben, wenn wir ein Gesundheitssystem haben und wenn wir funktionierende soziale Beziehungen haben, die genau das sicherstellen. Und die sind nicht getrieben von Angst, sondern die sind getrieben von einem Gefühl der Sicherheit und von einem Gefühl, wo ich überhaupt die Kapazität habe, diese, ich glaube, Adam Tooze hat es gesagt, erwachsene Debatten, ja, und ich denke, wir wissen, was wir damit hier meinen, aber ne, auch da wieder das Schlagwort konstruktiv, Debatten zu führen, die eben nicht getrieben sind von der Schuld, die Schuld oder da ist irgendwas im Argen, sondern ehrlich zu fragen, wie kriegen wir diesen Zustand für möglichst viele Menschen hin?
Und dann sind wir natürlich auch bei einer Bildungsfrage. Das ist der eine Player, den ich eben ausgelassen habe bei dem Fingerpointing-Spiel, was häufig betrieben wird, weil es natürlich auch darum geht, wegzukommen von dem Narrativ mit die schwarze Null ist irgendwie der heilige Gral oder Geld ist der heilige Gral zu gesund und glücklichem Leben. Jetzt müssen wir noch mal auf ein Narrativ kommen, mal gucken, ob es das bringt, und zwar Jens Südekums grüne Null. Also es klingt ja jetzt erstmal witzig, weil wir kennen ja Rot und Schwarz so aus der Bilanz, aber die grüne Null, könnte das so ein Paradigma werden, dass so ein Anfang um Risikobereich oder so sozusagen diesen Mindshift hinzukriegen bei den Menschen? Frage ich auch gleich Robert Habeck. Ich hoffe das natürlich, also im Hintergrund. Ich meine, das war ja, was ich in der Zeit im Interview gesagt habe, grüne Null ist wichtiger als schwarze Null, weil ich denke, das sollte ja jedem sozusagen klar sein, dass jede Tonne CO2, die weiterhin emittiert wird, auf jeden Fall die kommenden Generationen belastet über die Veränderung des Klimas und auch irreversibel belastet. Ja? Das heißt, je schneller wir in Richtung grüne Null, also Klimaneutralität kommen, desto weniger belasten wir tatsächlich die kommenden Generationen. Ob jetzt eine Abkehr der schwarzen Null, also Staatsverschuldung, die kommenden Generationen belastet, ist ja eine viel, viel komplexere Frage. Ja. Nicht? Bei jeder Staatsschuld, die ausgegeben wird, gibt es an der anderen Seite auch jemanden, der die Staatsschuld gekauft hat. Es werden nicht nur Schulden vererbt, es werden auch Vermögen vererbt. Das heißt, es ist sehr, sehr komplex, wie dann die tatsächlichen Belastungen tatsächlich aussehen von kommenden Generationen durch eine Abkehr oder Verletzung der schwarzen Null. Die wichtigste Statistik in dem Zusammenhang ist aus meiner Sicht die Zinssteuerquote, eine, die überhaupt nirgends so richtig Beachtung findet, die nämlich eben sagt, wie viel Prozent des Bundeshaushaltes müssen denn eigentlich für Zinsen ausgegeben werden. Und das sind mittlerweile weniger als 4%. Das ist der niedrigste Stand seit 40 Jahren. Ja, das heißt, aus dem Maß, das ist auch der wichtigste Grund, warum quasi Schuldentragfähigkeit für Deutschland überhaupt kein Problem momentan ist. Ja. Das heißt, momentan kann man nicht ernsthaft dieses Argument so führen, dass man sagt, Verschuldung, zumal für investive Zwecke, belastet kommende Generationen. Man kann aber sehr wohl, glaube ich, jedem sehr plausibel machen, dass wenn man das Prinzip der grünen Null noch zu lange verletzt, dass wir dann eben irreversible Schäden hervorgerufen haben für die kommende Generation. Und deswegen ist es da eine eindeutige Zielhierarchie. Man muss erst die grüne Null schaffen, zwar nicht irgendwann, sondern in den nächsten 10 Jahren. Ja? Und dagegenüber muss die schwarze Null zurücktreten. Schwarze Null hat Zeit, Robert. Also ich bin überzeugend. So, Punkt. Wenn ich noch einen Satz sagen darf, dann fehlt vielleicht noch, um die beiden Gedanken Marktplatz und schwarz-grüne Null zusammenzubringen, sowas wie, warum steigen die Mieten? Warum habe ich keine Zinsen auf dem Sparbuch? Wieso ist die Schule nicht in dem Zustand, wie man eigentlich Schulen sich vorstellen könnte? Warum sehen die Schulen nicht aus wie die Banken? So, wenn man das noch dazu bekommt, dann ist man nicht nur im Öko-Bereich. Also das sage ich jetzt quasi gegen meine eigene Parteifarbe. Es gibt wahrscheinlich dann doch einen Teil der Menschen, die sagen, das ist alles schön und gut, aber vor allem geht es mir darum, keine Ahnung, dass mein direktes Leben unmittelbar in den nächsten 3 Jahren besser wird und bleibt mir mit deinem Öko-Zeugs von der Farbe. Aber also ist auf jeden Fall überzeugend und auch vergleichsweise einfach zu argumentieren, dass die ökologische Krise keinen Aufschub duldet und dass da eine ausgeglichene CO2-Bilanz her muss. Frau Ohner. Glaube ich, Herr Südekum. Ein ganz wichtiger Satz. Es ist keine ökologische Krise, sondern es ist eine menschliche Krise. Also wenn wir den Krisenbegriff schon nutzen wollen. Also da fängt es halt an, weil dann sind wir genau da bei der Nähe. Okay. Weil dann brauche ich nicht mehr sagen, ja, lass mir doch den Eisbären, die Öko oder was auch immer gerade abstirbt, weg, sondern es ist eine Menschheitskrise. Es gibt keine Umweltkatastrophen, die meisten davon sind keine Umweltkatastrophen, sondern es ist eine Menschheitskatastrophe. Ne? Ich brauche Ihnen das alles nicht erklären. Ja. Aber das ist der Punkt, oder will das auch gar nicht erklären, aber das ist der Punkt, wo das Narrativ hin muss. Dass genau diese Nähe und genau dieser Zeithorizont und die Schulen und die Ernährung, da sind wir dann doch wieder beim Feld und der Nahrung und dem Wasser, was aus dem Hahn kommt und eben trinkbar sein bleiben muss, um so die Nähe zu schaffen und wegzukommen von diesem, das ist ein Umweltthema, das ist ein Menschenthema. Adam Tooze, wäre die grüne Null auch etwas für den US-amerikanischen Kontext? Es gibt viele Amerikaner, die natürlich dafür total einstehen. Ich meine, das Problem, über Amerika zu reden im Moment, ist, es ist eben kein geschlossenes Land. Das Problem des Wirs,
das so intelligent aufgemacht worden ist in unseren Diskussionen hier. Diese imaginäre Gemeinschaft ist so zerfallen in Amerika im Moment, dass es zwar für große Teile Amerikas natürlich bindend ist, wie auch für viele in Deutschland. In der Stadt, wo ich das Glück habe zu leben, in New York, ist das die Politik der Stadt. Und wir haben in New York natürlich guten Grund dazu, weil wir eine akut durch Klimakrise bedrohte Stadt sind. Mhm. Aber für große Teile Amerikas ist das überhaupt nicht möglich, darüber zu reden, weil sie einfach zum Teil eine andere Kosmologie für sich erhalten. Und für sie ist die durch Menschen erzeugte Klimawandel einfach noch nicht, also etwas, an das sie nicht glauben. Das heißt, als gesamtbindende Idee würde das hier nicht gehen und die Demokraten versuchen das auch nicht. Deshalb die Wirksamkeit von solchen einzelnen technischen Mitteln und einfach der Glaube an die Schwerkraft der Marktmechanismen. Denn letztendlich ist es ja klar, dass viele dieser Investitionen sich massiv auszahlen werden. Es ist ja eine falsche Rechnung zu sagen, dass wir gewisserweise für den Klimaschutz hinlegen müssen, dass es uns etwas kostet. Viele dieser Maßnahmen sind im Gegenteil gewinnbringend. Und je mehr wir von der technologischen Entwicklung in der erneuerbaren Energie sehen, desto billiger wird das. Die Frage ist, wie man das austariert, wie man ein stabiles Stromsystem erzeugt. Und dafür kann man Mehrheiten gewinnen. Frau Ohner flüstert mir gerade zu, ja, das ist Verdrängung, also der mittlere Westen und das nicht anerkennen, Frau Ohner. Ja, also das, was Sie gerade sagen, das ist nicht real. Das ist ja wieder, also da kommen wir dann doch nochmal für mich glücklicherweise zum Gehirn zurück. Also das ist halt so ein starker Mechanismus, wenn wir einmal von einer Sache überzeugt sind. Dieser Begriff Confirmation Bias oder im Deutschen häufig Bestätigungsfehler hat ja mittlerweile auch in die verschiedensten Kontexte oder gesellschaftlichen Debatten Einfluss genommen, weil das immer klarer wird, wie stark diese Mechanismen sind. Und wenn mir jemand etwas erzählt, und da sind wir wieder bei dem Punkt, das hat nichts mit Bildung zu tun. Wir können das alle nicht ablegen. Wenn mir jemand etwas erzählt, was nicht in mein bisheriges Weltbild passt, dann gehe ich extra hart dagegen vor. Und deshalb ist dieses Sender-Ding, was ich vorhin angesprochen habe, so wichtig. Wenn mir jemand etwas erzählt, dem ich, um bei der Politik zu bleiben, politisch nahestehe, dann vertraue ich, glaube ich, dieser Sache viel eher, als wenn das jemand erzählt, der politisch komplett am anderen Ende oder weiter von mir wegsteht. Und deshalb ist dieses Verdrängungs- oder dieses, was wir ja eben als erwachsene Debatten bezeichnet haben und so wichtig, sich diese grundlegenden psychologischen Dinge bewusst zu machen. Und niemand muss jetzt dafür dann ein Psychologiestudium absolvieren, um zu sagen, okay, jetzt kann ich erst Politik machen. Aber letztendlich ist ja, und da kennt sich Robert Habeck sicher besser aus als ich, Politik in einem großen Teil Psychologie. So. Und die sich, oder sollte es sein, wenn sie clever gemacht wird, und die sich anzueignen, diese grundsätzlichen Mechanismen, wenn es darum geht, zukunftsorientiert zu handeln und gesellschaftsfähig zu handeln. Und dann, letzter Punkt, den ich da danach geflüstert habe, jetzt sind wir wieder bei der Kosten-Nutzen-Analyse. Erwachsene Debatten im Sinne von nach vorn langfristig gerichtete Debatten, wenn ich es mal so interpretiere, zu führen, dann kommt am Ende des Tages, Monats oder Jahres und vor allem Jahrzehnt halt die Kosten-Nutzen-Analyse nur zu einem Ende, was irgendwie gut ist, im Sinne von für Menschen gut, wenn wir das jetzt machen. Also wenn wir diese Klimafrage nicht als ökologische Frage, sondern als Menschheitsfrage betrachten. Ich finde, wir haben eine ganze Menge Punkte exploriert und viel herausgefunden in diesem Dreieck zwischen Emotion, Politik und Ökonomie. Eine letzte Frage an Robert Habeck. Es sieht ja so aus, als wenn der Wahlkampf auf den Straßen und Plätzen im Sommer doch live stattfinden kann. Womit rechnest du? Welche Emotion wird dir am häufigsten entgegenschlagen? Neugier. Warum? Ja, weil jedenfalls bei einem Teil der Bevölkerung die Frage, was kommt jetzt, wenn man sich überhaupt mit Politik beschäftigt, und ich meine, ich tue das den ganzen Tag lang und Sie im gewissen Sinne, zumindest indirekt ja auch, aber
ehrlicherweise, also der Durchschnitt der Menschen beschäftigt sich 3 Minuten am Tag mit Politik und aus teilweise ja gutem Grund. Also wenn man sein Leben lebt, einkaufen muss, die Kinder abholen, hinbringen, irgendwie sieht, dass man alles zusammenhält. Und da kommt noch einer an und redet von der Zinsquote oder so etwas. Dann sagt man, okay, du hast deine Probleme, ich habe meine Probleme, die passen mal leider nicht zusammen. Das verstehe ich auch auf eine Art. Aber wenn man dann doch zu einer politischen Veranstaltung geht, das ist jedenfalls meine Annahme, dann will man nicht angebrüllt werden. Und dass ein grüner Politiker dafür wirbt, dass die Grünen die beste Idee haben, das weiß ich ja auch vorher. Also muss ich ja nicht hingehen und... Du weißt ja, dass der sagt am Ende, bitte wählen Sie die Grünen, das ist ja nicht überraschend, sondern wenn es ein Interesse gibt bei Menschen, die noch nicht überzeugt sind und um die geht es ja, dann was passiert hier eigentlich gerade? Wo kommen diese ganzen Krisen her? Wie geht es weiter und wie finden wir eine Art Ordnung im Chaos oder in dem Durcheinandergebrabbel, das wir so haben? Und das, diese Art von positiver Neugier wäre schön, wenn sie da wäre. Und dann hätte ich auch große Lust zu versuchen, so gut ich das kann, Antworten darauf zu geben. Neugier, liebe Freundinnen und Freunde der Heinrich-Böll-Stiftung, das hoffen wir ist auch bei Ihnen und euch die vorwiegende Emotion, nämlich Neugier auf das, was morgen kommt. Ich darf heute ganz, ganz herzlich danken Marin Ohner, Adam Tooz, Robert Habeck und Jens Südekum für eine konstruktive und wirklich spannende Debatte. Und Sie, freuen Sie sich auf morgen mit ganz viel Publikumsbeteiligung, das ist versprochen, mit tollen, spannenden Referentinnen und Referenten, Gesprächspartnerinnen, Cem Özdemir, Luisa Neubauer wird kommen, meine Kolleginnen Kollegen Ole Meinefeld, Roman Leandre Schmidt und Ella Müller werden moderieren. Seien Sie dabei und denken Sie mit uns gemeinsam weiter nach, was ist die grüne Erzählung von Politik und Emotionen. Und für heute machen Sie es gut. Tschüss.